Uns geht es gut. Das soll man auch weitergeben und Danke sagen. So Peter Schnabel, Inhaber der gleichnamigen Glasfirma in Matzee und Tischlerei in Lochen. Bei gutem Essen und Trinken wurde auch heuer bei der Weihnachtsfeier wieder auf ein erfolgreiches Jahr zurückgeschaut. Aber auch auf die Lebenshilfe nicht vergessen. Das Seppengut, wo 14 Personen mit Beeinträchtigungen Arbeit finden, wird von der Lebenshilfe geführt und von der Firma Schnabel finanziell unterstützt. Seit vielen Jahren ist die Firma Glas Schnabel in Matzee erster Ansprechpartner, wenn es hochwertige Lösungen rund um Glas zu realisieren gibt. Die hauseigene Tischlerei in Lochen war auch dieses Jahr wieder Location zur alljährlichen Weihnachtsfeier. Mitarbeiter, Lieferanten und Freunde schauten bei gutem Essen und Trinken wieder auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück. Dem sozial engagierten Firmenchef ist wichtig, dass man gerade wenn es einem selbst gut geht, nicht auf die Menschen vergisst, die wirklich Hilfe benötigen. Das Wichtigste ist, uns geht's gut, die Firma, wir haben also alles eigentlich ganz gut fast ein Jahr hinter uns gebracht. Und es ist einfach an unsere Kunden, Freunde, Bekannten, Lieferanten einfach ein kleines Dankeschön, das hat sich einfach eingebürgert. Es hat eine Sache, wir müssen die Werkstatt schön putzen, das hat das Nützliche. Und einfach, dass man mit Freunden und sie noch vielleicht ein Jahr wieder sieht. Und einfach eine ganz gemütliche Feier dort hat und einfach ins lockere Gespräch mit jedem kommt. Und diesmal haben wir eben das einfach durch meine Schwester auf ein Motto für die Lebenshilfe gestellt, dass wir einfach ein Gutes damit dann, damit wir das ein bisschen weitergeben und Danke sagen, wie es sonst geht. Konkret wird das Seppengut in Neumarkt unterstützt, der Platz und vor allem Arbeit für 14 beeinträchtigte Personen hat. Das ist ein ehemaliger Bauernhof, der einem Klienten gehört hat. Also der gehört ihm noch immer und jetzt wohnt, kann er wieder dort wohnen und die Lebenshilfe arbeitet tagsüber dort und er wohnt und arbeitet dort. Und die anderen, die fahren dann nach Hause abends. Also die sind nur tagsüber auf dem Hof. Also wie die Barbara schon gesagt hat, hat der Hauser Matthias, das ist der Besitzer, der hat den Hof geerbt von seinem Papa. Und der Matthias war ja das nicht möglich, dass er ohne Unterstützung wieder nach Hause ziehen darf und auch dort wohnen darf. Und dabei habe ich ihn unterstützt. Das hat dann geklappt. Und jetzt sind wir so weit, dass wir ihm eine Gruppe drüben angesiedelt haben, die Matthias unterstützen, diese Landwirtschaft in kleinen Bereich einfach zu betreiben wieder. Was auf dem Hof produziert wird, gab es natürlich auch zu kaufen. Wohl bekommt's besonders, wenn es für einen guten Zweck ist. 2010 wurde der Betrieb mit dem Salzburger Gesundheitspreis ausgezeichnet. Gemeinsam mit der Frischluft Outdoor Fitness World wird ein kreatives Bewegungsprogramm umgesetzt. Wir kommen einmal in der Woche in die Firma Glas Schnabel nach Matzee und holen die Mitarbeiter aus der Firma raus sozusagen und bewegen uns ausschließlich in der Natur. Hat einfach den Hintergedanken, dass wir sagen, es ist nicht nur die physische Fitness, sondern auch die mentale Fitness wichtig. Und die mentale Fitness trainierst du einfach am besten draußen, weil du alle Sinne anregst. Und es gibt keine physische Fitness ohne mentale Fitness und umgekehrt. Das heißt, wir vermitteln, glaube ich, Spaß an der Bewegung für die Firma. Und das ist nachhaltig, daher auch die Erfolge. Ja, ich finde das schon positiv, weil mir hat dann nur, es gibt ein bisschen einen Ausgleich zum beruflichen Alltag. Der Küchenchef des Abends hat mit Manuel Horeth ein sehr spezielles Kochbuch geschrieben. Und er hat mir gesagt, du auf, wir machen ein ganz ein anderes Kochbuch. Wir machen ein magisches Kochbuch. Und da ist er mein Gefreund gesagt, du, wir machen einen Schweinsbraten mit der Vanillesauce. Es war dann doch ein Hauch Vanille in der Sauce. Erstklasse. Reimt sich sogar, gell? Neben dem Spaß hatte an diesem Abend aber auch Besinnlichkeit Platz und soziales Engagement. Bei vielen Nachahmern würde es vielleicht auf der Welt doch nicht so schnell dumper.